natürlich auch das Geld, was man bekommt für seinen Job, irgendwie zu rechtfertigen, indem man ein paar Ideen hat für das tägliche Training und nicht nur eine erste Elf auswählt und sagt, viel Glück, Männer, jetzt marschiert mal und gewinnt. Man arbeitet schon auch gerne als Trainer und Arbeiten als Trainer hat viel damit zu tun, dass du den Weg zum Spiel hin begleitest. Und beim Spiel bist du nur noch der, der die Leistung entfaltet. Da bist du eher Coach, weniger Trainer. Und auf dem Weg dahin bist du eher Trainer. Und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer. Und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Hat keiner verstanden, aber ich weiß noch, was ich meinte. Also ich trainiere auch gerne, aber am Ende unterschreibe ich trotzdem, dass die Spieler sich wohlfühlen müssen damit. Und wenn sie gerne alle drei Tage spielen, ich bin auch gerne im Stadion und schaue mir auch gerne erfolgreiche Spiele an. Und wenn die Spieler sehr gut damit sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf erfolgreiche Spiele da und dann genieße ich das natürlich auch.